Service-Sendungen. Dabei sein, wie es andere hinkriegen. Traumziele von zu Hause aus entdecken. Wissen, was man kaufen soll. Wissen, was wirklich hilft. Alles klar. Service im HR-Fernsehen. Von Montag bis Donnerstag um 18.50 Uhr im HR-Fernsehen. Zukunftsbox kommt zu euch. Im Radio und im Fernsehen. Ein Mann, der gut aussieht. Ich würde viel spenden. Ich glaube, Autos brauchen da gar kein Benzin oder so. Die HR-Zukunftsbox. Schulkrötenheim aufmachen. Und dann wird man dahin teleportiert. Beschreib uns deine Welt von morgen. Mehr Infos unter hronline.de. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Mordfall Buback hat die Polizei einen zweiten Fahndungserfolg erzielt. Offenbar schon gestern wurde bei Sachsenheim ein Alfa Romeo gefunden, in den die mutmaßlichen Täter umgestiegen waren, nachdem sie das Motorrad, die Suzuki 750, stehen gelassen hatten. Nur 75 Minuten nach dem Mordanschlag in Karlsruhe beobachtete ein Zeuge, wie sie den Fluchtwagen abstellten. Der Alfa Romeo wurde zur Untersuchung beim Bundeskriminalamt nach Wiesbaden gebracht. Das Tatfahrzeug, die schwere Suzuki, und der Wagen, mit dem die Mörder von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und dessen Fahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Flucht fortsetzten. Beide jetzt in einer Garage im Wiesbadener Bundeskriminalamt. Der Wagen, ein silbergrauer Alfa Romeo, Giulia Super, hat das Kennzeichen GER wie Germersheim AM25. Der Wagen ist am selben Tag gekauft worden, an dem auch das Motorrad gemietet wurde, am 2. April. Der Alfa Romeo wurde mit etwa 68.000 Kilometern verkauft. Jetzt hat er diesen Kilometerstand. Die mutmaßlichen Täter sind also 1.500 bis 2.500 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Der Alfa ist gekauft worden von einem Mann, der sich Hans-Dieter Götz genannt hat. Die Polizei geht davon aus, dass dieser Name falsch war. In diesem Zusammenhang interessiert das Bundeskriminalamt erstens, wer hat den Alfa Romeo in der Zeit vom 2. bis zum 7. April 1977 überhaupt gesehen? Und wer ihn gesehen hat, wer kann Angaben über die Insassen in diesem Alfa Romeo machen? Im Wagen befanden sich auch diese braune Kunstlederreisetasche, die die Terroristen bei ihrer Tat mit sich führten und in der sie unter Umständen die Maschinenpistole versteckt hatten, sowie dieses fast neue Speichenschloss zur Sicherung von Motorrädern. Die Tasche ist mit schwarzem Stoff gefüttert und in einem Seitenfach ist die Nummer 268 mit Kreide eingezeichnet, auf dem Futter im Hauptfach eine 32. Wer etwas über diese beiden Gegenstände weiß, auch den bittet die Polizei um Informationen. 3 zu 2 entfällt. Hier in dieser Nebenstraße in Sachsenheim, so der Zeuge, stellten am Donnerstag gegen 10.30 Uhr drei Männer den silbergrauen Alfa Romeo ab und liefen weg. Im Zuge der anlaufenden Fahndung verständigte der Zeuge die Polizei. Wann genau das Fahrzeug sichergestellt wurde, teilte die Polizei nicht mit. Vom Fundort aus führt dieser Weg unter den Bahngleisen her zu einem Häuserblock. Hierher, so erklärte ein Polizeisprecher, hätten gewisse Spuren geführt. In der vergangenen Nacht wurden daraufhin Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, ohne Erfolg. Auf dem Hof hinter dem Haus soll das Motorrad, das bei dem Attentat benutzt wurde, mehrfach gesehen worden sein. Nach Zeugenaussagen zuletzt am Donnerstag um 7 Uhr morgens bei dieser Treppe. Auch an den Alfa Romeo konnten sich einige Anwohner erinnern. Zwei- oder dreimal sei er hier gewesen. Gegen Mittag wurden die 13.400 Einwohner aus der Feiertagsruhe gerissen. Lautsprecherwagen der Polizei fuhren durch die Ortschaft und riefen die Bevölkerung zur Mitarbeit auf. Insbesondere erbittet die Polizei Hinweise auf den Alfa Romeo, das Motorrad sowie Personen, die diese Fahrzeuge benutzten. Die Polizei nimmt an, dass die Mörder Bubaks und seines Fahrers Göbel bei der Vorbereitung ihres Attentats nachts Schießübungen machten. Ort der Übungen, ein in einem Waldstück gelegener Steinbruch westlich von Sachsenheim. Zeitpunkt Montag und Dienstag. Nach den neuesten Erkenntnissen vermutet die Polizei, dass die gesuchten drei mutmaßlichen Täter sich nicht in Skandinavien, sondern entweder noch in der Bundesrepublik oder in Frankreich aufhalten. Außer in Schweden und Norwegen wird nach ihnen auch in Österreich gefahndet. Bei dem für kommenden Mittwoch in Karlsruhe angesetzten Staatsbegräbnis wird Bundeskanzler Schmidt die Trauerrede halten.
An der Feier nehmen neben Bundespräsident Scheel Minister von Bund und Ländern sowie Spitzenpolitiker aller Parteien teil. Belgien und Frankreich sollen der Regierung von Zaire angeboten haben, Militärberater in das Land zu schicken. Wie Präsident Mobutu in einem heute bekannt gewordenen Zeitungsinterview erklärte, wollen beide Länder Zaire damit im Kampf um die kupferreiche Südprovinz Chaba, das frühere Katanga, unterstützen. 1500 marokkanische Soldaten sollen unterdessen bereits auf Seiten der Zentralregierung von Kinshasa in die Kämpfe eingegriffen haben. Präsident Mobutu räumte zum ersten Mal auf dieser Massenkundgebung in Kinshasa am Wochenende ein, dass in Chaba auch Kräfte aus dem eigenen Land gegen die Zentralregierung kämpften. Er beschuldigte erneut die Sowjetunion und Kuba, die Invasion vom benachbarten Angola aus zu steuern. Damit wollten die kommunistischen Länder die Rohstoffversorgung Westeuropas schwächen, erklärte Mobutu. Die Vereinigten Staaten klagte er an, sich Stück für Stück diesem Plan zu beugen. Scharfe Angriffe richtete er gegen das kommunistische Angola, dem er vorwarf, durch den Einmarsch von Truppen die Grenzen von Zaire verletzt zu haben. Der neue Ministerpräsidentenkandidat der israelischen Arbeiterpartei Peres hat seinen engsten Vertrauten, den früheren Botschafter in Bonn Ben Nathan, nach Washington entsandt. Man nimmt an, dass Ben Nathan die Befürchtungen der amerikanischen Regierung zerstreuen soll. Peres werde als Regierungschef den Bemühungen der USA um eine friedliche Lösung im Nahostkonflikt reservierter gegenüberstehen als sein zurückgetretener Vorgänger Rabin. In Spanien verlief der baskische Nationalfeiertag ruhiger als erwartet. Die Behörden hatten alle Massenkundgebungen verboten. Die Stadt Vitoria war von Polizeikräften abgeriegelt. Die baskischen Provinzen glichen wieder einmal einem besetzten Land. In den Städten, wie hier in Vitoria, patrouillierte die Polizei den ganzen Tag. Jede Menschenansammlung wurde sofort mit Schlagstöcken, Rauchbomben oder Tränengas auseinandergetrieben. Die Zufahrtsstraßen waren abgesperrt. Alle Parteien der Linken und die nationalistische baskische Partei hatten zur großen Demonstration für Amnestie und Freiheit für das Baskenland in Vitoria aufgerufen. Doch der Aberri Eguna, der Tag des baskischen Vaterlandes, vor 45 Jahren hatten die Basken den Ostersonntag zu ihrem Nationalfeiertag erklärt, war auch in diesem Jahr, wie in den Zeiten der Diktatur, nicht mehr als ein Tag hilfloser Aktionen kleiner Gruppen gegenüber einer übermächtigen Polizeimacht. Alle Demonstrationen waren verboten worden. Das Argument der Regierung, ein friedlicher Ablauf des Tages sei nicht garantiert. Dagegen hatte die eine Gruppe der Veranstalter, die nationalistische baskische Partei, die Sozialisten und Kommunisten, erklärt, sie würden 4000 Ordner stellen, um einen gewaltlosen Ablauf der Demonstration zu garantieren. Und die andere Gruppe der Veranstalter, die extreme Linke, die Untergrundorganisation ETA und andere, hatten diesen Tag zwar zum Tag des Kampfes erklärt, doch gleichzeitig versichert, sie würden auf jede Art von Gewalttätigkeit verzichten. Die Mehrzahl der politischen Parteien, die das Verbot als undemokratischen Akt verurteilten, sehen denn auch einen anderen Hintergrund. Den Druck der Rechten und einflussreicher Militärs, die auf alles, was sie als eine Gefährdung der Einheit des spanischen Vaterlandes empfinden, besonders kritisch reagieren. Am nächsten Sonntag sollen knapp 6 Millionen Belgier ein neues Parlament wählen. Der christlich-soziale Ministerpräsident Tindemans hatte die Auflösung des Parlaments und die vorgezogenen Neuwahlen durchgesetzt, nachdem seine Koalition die Mehrheit verloren hatte. Es gilt als sicher, dass der Sprachenstreit zwischen Flamen und Wallonen die Wahl entscheiden wird. Nicht die Arbeitslosigkeit und nicht die Inflation beherrschen den Wahlkampf, sondern das Dauerthema belgischer Innenpolitik. Die immer gefährlicher sich zuspitzende Polarisierung zwischen der niederländisch sprechenden Bevölkerungsgruppe der Flamen und der französischsprachigen Bevölkerungsgruppe der Wallonen. Tiefe Uneinigkeit in der Frage, ob der regionale Charakter des belgischen Einheitsstaates verstärkt werden oder das Land in autonome Regionen aufgeteilt werden solle, hatte vor 5 Wochen zur Auflösung des Parlaments geführt. Aber der Riss ist mittlerweile tiefer, als er zwischen zwei Sprachengruppen alleine sein könnte. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass sich Belgien auch politisch auseinanderentwickelt zu einem christdemokratisch beherrschten Flandern und zu einer sozialistisch beherrschten Wallonie. Und zwischen diesen beiden Blöcken liegt die Region Großbrüssel, auf die beide Seiten ganz energisch Einfluss zu nehmen versuchen. Zentrale Figur in diesem Wahlkampf ist ohne Zweifel Ministerpräsident Leo Tindemans. Er stützt sich auf die christliche Volkspartei in Flandern. Beobachter halten es durchaus für wahrscheinlich, dass Tindemans auch die 24. Nachkriegsregierung in Belgien führen wird. Die Frage ist nur, mit welcher Koalition. Selbst ein Zusammengehen zwischen Christdemokraten und Sozialisten wird für möglich gehalten. Aber
Jede Koalitionsregierung wird auf die nächste Krise programmiert sein. Gemäß den türkischen Wahlgesetzen hat Ministerpräsident Demirel heute seine Regierung umgebildet. Das Gesetz verlangt, dass innerhalb von 5 Tagen nach der Ausschreibung von Neuwahlen die Schlüsselministerien für Verteidigung, Inneres und für Justiz mit parteilosen Politikern besetzt werden. Als Termin für die vorgezogenen Wahlen in der Türkei wurde der 5. Juni bestimmt. Wenn sich in Ankara Premierminister Demirel ins Parlament begibt, dann hat er wenig Grund zur Fröhlichkeit. Nicht nur, dass seine Mehrheit an unsicheren Koalitionspartnern hängt, jetzt soll auch noch ein Untersuchungsausschuss seine Rolle im Lockheed-Skandal erforschen. Und das in einem Augenblick, da er sich gerade entschlossen hatte, sein Glück im Juni in vorgezogenen Neuwahlen zu suchen. Demirels Vorgänger, der derzeitige Oppositionsführer Ecevit, unterstützt das Vorhaben, anstatt im Herbst bereits im Frühsommer das Volk an die Urnen zu rufen. Er fordert seit langem Neuwahlen als einzige Möglichkeit, der Türkei wieder zu einer handlungsfähigen Regierung zu verhelfen. Denn Demirels Allianz der konservativen Kräfte sei in der Außenpolitik gelähmt und habe im Innern zum Chaos links- und rechtsextremer Gruppen geführt. Ecevit hofft im Juni auf die absolute Mehrheit. Er, Industrieminister Erbakan, empfindet den Plan als Komplott. Seine kleine religiös-nationalistische Heilspartei hat sich an die Zünglein-an-der-Waage-Rolle gewöhnt. Früher bei Ecevit, jetzt bei Demirel. So viele publikumswirksame Grundsteine für neue Fabriken kann er allerdings gar nicht legen, dass sich nicht die Voraussagen aller Beobachter erfüllen und seine Partei zum Verlierer der Wahl würde. Steht also im Juni in der Türkei wieder einmal ein politischer Wachwechsel ins Haus? Das hängt nicht nur von den politischen Akteuren in Ankara ab. In Washington muss entschieden werden, ob das 4 Milliarden Dollar Militärhilfeabkommen mit der Türkei ratifiziert wird. Dies könnte ein Punkt für Demirel sein. Und auch der Fortgang der Zypern-Verhandlungen in Wien spielt eine Rolle, denn noch immer kann sich Ecevit im Ruhm des Helden von Zypern sonnen. In Persepolis haben die USA, die Bundesrepublik Deutschland und der Iran einen Vertrag unterzeichnet, der dem Ölstaat Zugang zu den neuesten Erkenntnissen der Kerntechnologie verschaffen soll. Das Abkommen soll zunächst höchstens 2 Jahre gelten. Es sieht vor, dass jährlich etwa 25 iranische Studenten an amerikanischen und deutschen Universitäten in den verschiedenen Fachrichtungen der Kernphysik ausgebildet werden. In Persepolis beschäftigen sich gegenwärtig 500 Atomfachleute aus 41 Ländern mit dem jüngsten Stand der technischen Entwicklung der Kernkraftnutzung. Gegner der Atomenergie waren heute mit Hunderten von Fahrzeugen in den südhessischen Kreis Bergstraße gekommen und verursachten dort einen großen Verkehrsstau. Die mehr als 3000 Menschen protestierten gegen den weiteren Ausbau des Atomkraftwerkes Biblis am Rhein. Das Kraftwerk verfügt bereits über den größten Druckwasserreaktor der Welt. 20 Bürgerinitiativen hatten zu der Demonstration aufgerufen. Mit Plakaten und Transparenten wiesen die Teilnehmer auf die Gefahren der Atomkraft und auf schädliche Folgen des Kraftwerkbetriebes für die Umwelt hin. Die Demonstranten hielten sich an die Losung der Bürgerinitiativen: Protest ja, Gewalt nein. Bei einem Einbruch in einem Düsseldorfer Zentralpostamt nahe des Hauptbahnhofs haben Unbekannte in der Nacht zum Ostersonntag Briefmarken im Werte von 10 Millionen Mark gestohlen. Es war dies der erste derartige Diebstahl in der deutschen Kriminalgeschichte. Die Beute ist mehrere Zentner schwer gewesen. Da die Täter beim Einbruch sehr dilettantisch vorgingen und zahlreiche Spuren hinterließen, schließt die Polizei aus, dass Berufsverbrecher am Werke waren. Heute Mittag setzte überall im Bundesgebiet der erwartete dichte Rückreiseverkehr der Osterurlauber ein. Regen und Schnee erschwerten den Autofahrern die Heimfahrt. An den bayerischen Grenzübergängen, wie hier in Kiefersfelden, gab es trotz zügiger Abfertigung für die Autofahrer längere Wartezeiten. An manchen Stellen kamen die Wagen nur im Schritttempo vorwärts. Die Folge: Staus bis zu 30 Kilometer Länge. Unfälle, die durch die schlechten Wetterbedingungen verursacht wurden, behinderten den Verkehr zusätzlich. Ein ähnliches Bild auch auf der Autobahn Köln-Frankfurt, hier bei Siegburg. In manchen Abschnitten der Autobahn kamen die Wagen auf einer Strecke von mehreren Kilometern lange Zeit nicht voran. Unerwartet hoch auch der Andrang von Osterurlaubern am Grenzübergang Rudolfstein zur DDR, der Autobahn München-Berlin. Seit dem frühen Morgen bewegte sich eine Blechlawine in beiden Richtungen stockend vorwärts. Trotz schneller Abfertigung gab es Wartezeiten zwischen 10 und 20 Minuten. Auch am Berliner Grenzübergang Dreilinden setzte gegen 15 Uhr starker Rückreiseverkehr ein.
Größere Stauen gab es aber nicht. Nach Angaben des Zolls werden hier bis Mitternacht 20.000 Fahrzeuge erwartet. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. April. Nach kurzzeitigem Zwischenhocheinfluss greift morgen ein weiteres Frontensystem von Nordwesten auf Deutschland über. Ihm folgt milde Meeresluft. Die Vorhersage für morgen. Zunächst im Südosten bedeckt und abklingender Regen. Wie schon in den anderen Gebieten, später auch hier wolkig mit Aufheiterungen und nur vereinzelte Niederschläge. Etwa ab Mittag von Nordwesten erneut Bewölkungsaufzug mit nachfolgendem Regen. Tiefstemperaturen in der Westhälfte Deutschlands 0 bis 5 Grad. Im Osten minus 2 bis plus 2 Grad. Tageshöchsttemperaturen allgemein 4 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Wir melden uns wieder um 23.25 Uhr.